Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist Christoph, ihr seid auf dem Kanal der Brettspielbox. Ein Kanal-Update ist mal wieder fällig und das werde ich ab sofort monatlich machen. Dann bekommt ihr die Einblicke, womit ich mich hier gerade beschäftige, was ihr erwarten könnt, Neuheiten, Veranstaltungen, auf denen ich vielleicht sein werde oder die ich wahrgenommen habe, etc. Also Kanal-Update ab sofort monatlich. Vielen Dank an die ersten 5 Teilnehmer der Steady-Kampagne. Finde ich klasse, dass ihr euch da schon eingetragen habt. An die anderen kann ich mir nur wünschen, eben, dass die dem Beispiel folgen und ihr euch ebenfalls der Steady-Kampagne anschließt. Denn auf der anderen Seite habt ihr ja auch was davon. Ihr bekommt fast täglich irgendwelche Beiträge auf der Brettspielbox, sei es geschrieben oder im Wort- und Bildbeitrag. Ja, das kann ich halt dementsprechend aufrechterhalten, wenn ich eben halt auch die Möglichkeit habe, zukunftsfähig in die Brettspielbox zu investieren. So, was wird passieren? Ich werde als nächstes in Herne sein, auf der Veranstaltung Herner Spielwahnsinn, auf jeden Fall am Freitag, eventuell noch am Samstag, werde mir da auch wieder Neuheiten anschauen. Herne hat auch immer bietet die Möglichkeit, dass man dort vor Ort spielen kann. Was ich dann hoffentlich auch wieder wahrnehme. In den letzten Jahren konnte ich halt dort die ein oder andere Essen-Neuheit dann schon ausprobieren und darüber berichten. Ich werde auf der BerlinCon in diesem Jahr sein und eine Besonderheit dort ist eine, ja, so ein Lounge-Area für die Blogger, YouTuber etc. Und auch dort werde ich wahrscheinlich am Samstag ein Community-Treffen machen, wo ihr die Gelegenheit habt, mich zu treffen. Wie und was werde ich noch genauer bekannt geben, aber da lasse ich mir definitiv noch was Interessantes einfallen, sodass ihr dort definitiv auch was habt. Sehr viel definitiv heute. Rezensionsvorschau. Treasure Island wird morgen online gehen. Ansonsten arbeite ich zurzeit an den etwas größeren. Das ist zum einen Flügelschlag, Hadara, Carpe Diem, aber auch Forum Trajanum, die alle in den nächsten 14 Tagen online gehen. Da habe ich jetzt einen Großteil schon fertiggestellt. Aber so eine Rezension ist ja nicht innerhalb von einer Stunde erstellt, sondern da arbeite ich ja in der Regel mehrere Tage dran, lasse Worte oder Satz oder Bausteine sacken. Teilweise wird es nochmal komplett umgeschrieben. Braucht halt so eine Rezension eine gewisse Zeit. Genre Kartenspiel hatte ich angekündigt, hatte ich auch angefragt. Bei Twitter ist aber ein größeres Unterfangen, wird also noch ein bisschen was dauern, da die Sachen aufzustellen. Ich bin im Moment gerade überlegen, ob ich da nicht eine zwei- oder sogar dreiteilige Serie herausmache, also in Richtung klassische Kartenspiele. Neuere Kartenspiele, also klassische Kartenspiele, wäre alles, was wir so passt aus unserer Kindheit kennen, neuere Kartenspiele dann. Also Wizards, Skull King etc. Und dann haben wir auch noch einen Großteil, wo Karten eine wichtige Rolle spielen, wo die Spiele aber nicht reine kartenbasierte Spiele sind. Das werde ich wahrscheinlich so dreiteilen. Die Monatsbox ist in der Vorbereitung, wird dementsprechend nächste Woche online gehen. Da habe ich wieder Spieleindrücke. Aktuell sind es glaube ich 12 Spiele, vielleicht können wir noch etwas mehr. Und ich werde dann wieder berichten, wie mir die Spiele gefallen haben und was ich daran gut fand oder auch eben halt nicht. Last but not least, Highlights 2018-2019, wie vielleicht der eine oder andere von euch weiß, sind in knapp 2,5 Wochen werden die Nominierungskandidaten beim Spiel des Jahres bekannt gegeben. Auch ich habe, wie in der Vergangenheit, mir dann Gedanken gemacht, was waren denn die Highlights aus dem Spieljahr 2018-2019. Von den Spielen ist eigentlich soweit alles da. Da werde ich berücksichtigen, was ich bis März alles hier praktisch bekommen habe oder mir dann anderweitig irgendwo erworben habe. Und werde da mal meine Best-of-Liste machen und überlege gerade, wie ich das ganze Thema noch videotechnisch unterstützen kann. Ja, last but not least, ein kleines Gewinnspiel. Ihr könnt das Spiel hier oben eingeblendet Werwörter gewinnen. Dazu müsstet ihr mir bitte eine Frage noch beantworten. Und zwar, was möchtet ihr gerne auf dem Videokanal hier sehen? Also gerne ein Feedback, wie findet ihr es bisher? Bitte jetzt nicht über das Thema Ton und Licht reden. Ich weiß, da bin ich jetzt gerade dran.
Eine der nächsten Anschaffungen, die jetzt gerade unterwegs sind, wird eine vernünftige Kamera sein mit aufgesetztem Mikro, sodass auch das Thema dann hoffentlich jetzt behoben ist. Da ich so ein bisschen rumexperimentiert bin, mit all dem nicht zufrieden und werde jetzt eine andere Lösung da fahren. Also außerhalb von Bild und Ton, wie findet ihr es bisher und was fehlt euch? Was möchtet ihr gerne noch haben? Wo kann ich das Format halt noch weiter sinnvoll für die Brettspielbox zum Einsatz bringen? Ja, das war's soweit. Ich gucke nochmal auf meinen schlauen Zettel. Nee, aber das war's soweit. Also, wenn euch der Kanal hier gefällt, hinterlasst idealerweise ein Abo. Da könnt ihr mich auch unterstützen, wenn also die Brettspielbox sich auf YouTube eben halt auch weiter verbreiten soll. Das gleiche gilt halt auch für die anderen Social Media Kanäle wie Instagram, Twitter oder Facebook, wobei ich auch weiß, dass hier schon eine Menge mir folgen. Auch da nochmal vielen Dank dafür. Und ich wünsche euch an der Stelle ein wunderschönes Wochenende. Spielt viel, das Wetter ist ja draußen nicht so prickelnd. Guckt gerade hier raus. Also, das heißt, Spieltisch ist doch perfekt dafür geeignet, mit dem Wetter umzugehen und genießt es. Bis bald, euer Christoph. Ciao.